Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, Vers 10, Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ja, siehst du, Anselm? Die Entrückung findet doch vor der Trübsal statt. Denn hier steht doch, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Siehst du, wir werden vor der Stunde der Versuchung bewahrt. Wir werden vor der Trübsal entrückt. Das ist, was die Zionisten sagen, die Vorentrücker, die Dispensationalisten, was nämlich alles miteinander einhergeht, typischerweise, leider. Sie sagen, die Stunde der Versuchung, das ist die Trübsal, ist doch eindeutig. Und das ist auch natürlich, was Roger Liebe lehrt. Ja. Ich hatte mir ein Video von ihm auf YouTube angesehen, wo er erklärt, in Anführungszeichen, dass wir vor der Trübsal entrückt werden, denn da steht ja, dass Jesus uns bewahren wird von der Stunde der Versuchung. Rate mal, wie viele Begründungen er dafür gegeben hat, dass die Stunde der Versuchung die Trübsal ist. Null. Er hat keinen einzigen Vers, denn es gibt keinen einzigen Vers, mit dem er belegen könnte, dass die Stunde der Versuchung die Trübsal ist. Aber das ist das, was typischerweise gelehrt wird. Siehst du, also es gibt zwar all die Verse, ja, es ist immer wieder von Trübsal, von Drangsal die Rede bei den Gemeinden in Asia. Ja, zum Beispiel heißt es über die Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, seien Juden und sind es nicht und so weiter. Und immer wieder ist von standhaftem Ausharren die Rede. Johannes selbst sagt, ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich. Und am standhaften Ausharren. Also im Grunde genommen zweimal erwähnt er ja, Widerstand. Ja, warum muss man standhaft ausharren? Natürlich angesichts von Widerstand, von Verfolgung, von Trübsal. Immer wieder, schon in den ersten zwei Kapiteln, geht es um Trübsal, Verfolgung, Drangsal. Aber dann gibt es diesen einen Vers, den man schön verdrehen kann. Oh, wir werden vor der Trübsal erdrückt. Wir werden nicht durch die Trübsal gehen. Wie bitte? Wie dümmlich ist das denn? Aber lass mich dir beweisen, dass es bei der Stunde der Versuchung nicht um die Trübsal gehen kann. Ich meine, wenn du so eine Aussage triffst, das in der Bibel bedeutet das und das, dann brauchst du andere Bibelverse dafür, um das zu belegen. Denn was sagt die Bibel? Und davon reden wir auch nicht in Worten, die von Menschen, die Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das ist meine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wir müssen Geistliches geistlich erklären. Das heißt, wenn wir ein geistliches Buch, sprich die Bibel, erklären, dann können wir das nicht mit etwas Weltlichem erklären, mit unserer eigenen Logik. Und die Stunde der Versuchung, natürlich muss das die Trübsal sein. Nein, wir müssen das geistlich erklären, das heißt mit der Bibel erklären. Also bräuchtest du einen anderen Bibelvers, um das zu beweisen. Aber es gibt keinen Vers. Okay, lasst uns den Begriff Stunde im Kontext der Endzeit angucken. Im Buch der Offenbarung, wie das Wort Stunde verwendet wird. Denn hier ist das Ding. Stunde der Versuchung, dieser Begriff in Vers 10, wird hier zeitlich nicht eingeordnet. Hier steht nicht, wann diese Stunde der Versuchung stattfinden wird, nicht wahr? Kein Hinweis darauf. Aber du schlägst Offenbarung Kapitel 14, Vers 7 auf, denn lass uns doch gucken, wie das Wort Stunde verwendet wird im Buch der Offenbarung, im selben Buch, um festzustellen, worum es hier geht. Offenbarung Kapitel 14, da heißt es in Vers 7, der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also was steht hier? Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und wann findet Offenbarung Kapitel 14 statt? Nach dem Auftreten des Antichristen in Kapitel 13. Das heißt, die Stunde des Gerichts, hier finden wir jetzt nämlich eine zeitliche Einordnung dieses Wortes Stunde im Kontext der Ereignisse in der Endzeit, die noch stattfinden werden in Zukunft. Hier finden wir jetzt eine zeitliche Einordnung, wann wird das geschehen? Nach Kapitel 13, Kapitel 14, also somit nach dem Auftreten des Antichristen, nach der Trübsal. Also wird uns Jesus bewahren vor der Trübsal? Nein, er wird uns bewahren vor der Stunde der Versuchung. Wann wird die stattfinden? Nun, die einzigen Hinweise, die wir haben, deuten darauf hin, dass das der Zorn Gottes sein wird. Denn was findet nach der Trübsal statt? Nach der Trübsal werden wir entrückt werden und am selben Tag beginnt der Zorn Gottes. Und da sagt eben die Bibel, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Also Jesus wird uns bewahren, nicht vor der Trübsal, aber er wird uns bewahren vor der Stunde seines Gerichts. Er wird uns bewahren vor dem Zorn Gottes. Wir gehen durch die Trübsal, wir werden nach der Trübsal entrückt. Wir werden aber vor dem Zorn Gottes entrückt.
Offenbarung Kapitel 18, Vers 10, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, und sie werden von Ferne stehen aus Furcht vor ihrer Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also wieder, wir haben Stunde und Gericht. Wann findet das statt, Offenbarung Kapitel 18? Nun, das wird natürlich auch wieder der Zorn Gottes sein, wenn Gott Babylon zerstören wird, wenn Gott Gericht üben wird über Babylon. Die Stunde, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Also, die einzigen Hinweise darauf, was diese Stunde der Versuchung sein könnte, deuten eindeutig darauf hin, dass es sich dabei um den Zorn Gottes handelt. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 9. Du schlägst 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10 auf. Ich lese vor, Vers 9, da heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt und dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir werden nicht vor der Trübsal errettet. Okay, wir werden nach der Trübsal entrückt, aber was sagt die Bibel hier? Der uns rettet vor dem zukünftigen Zorn. Also, rate mal was. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 10. So werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Was lehrt das, wenn wir diese Verse vergleichen? Dass wir bewahrt werden vor Gottes Zorn. Wann findet der Zorn Gottes statt? Nach der Trübsal. Wir gehen durch die Trübsal, werden aber bewahrt vor der Stunde der Versuchung. Wir kommen nicht in Gottes Zorn hinein. So, und jetzt wird natürlich das Gegenargument sein von den Vorentrückungen. Ja, aber der Zorn Gottes ist doch die Trübsal, Anselm. Das ist doch die siebenjährige Trübsal. Und das ist auch so eine Aussage, die sie nicht belegen können. Nirgendwo in der Bibel steht, dass die Trübsal 7 Jahre dauert. Nirgendwo. Es gibt Daniels 70. Woche. Darauf werden wir dann später noch eingehen, besonders Kapitel 6 wahrscheinlich. Daniels 70. Woche, das ist eine 7-jährige Periode in der Endzeit. Und die umfasst nämlich 3,5 Jahre circa Trübsal mit einem kleinen Abschnitt großer Trübsal. Dann werden wir entrückt nach der großen Trübsal. Am selben Tag beginnt der Zorn Gottes und dann eben 3,5 Jahre Zorn Gottes. Okay? Wir werden also in der Mitte der 7-jährigen Periode entrückt. Aber sie sagen, es ist einfach 7 Jahre Trübsal. Nun, lass mich dir beweisen, dass die Trübsal nicht der Zorn Gottes ist, sondern dass es 2 verschiedene Zeitspannen sind, die zusammen 7 Jahre ausmachen. Ich werde jetzt nicht genau auf die Zeit eingehen, aber ich will dir jetzt beweisen, dass die Trübsal nicht der Zorn Gottes ist. Wir müssen das ganz klar auseinanderhalten und das ist super einfach zu sehen. Du schlägst Matthäus Kapitel 24 auf. Du schlägst Matthäus Kapitel 24 auf. Ich lese vor ab Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage. Also was steht hier? Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann, also nach der Drangsal, dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Wer sind die Auserwählten laut dem Neuen Testament? Christen, Gläubige, keine Juden, okay? Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Du bleibst in diesem Abschnitt, Matthäus Kapitel 24. Während du in Matthäus Kapitel 24 bleibst, lese ich dir vor aus Offenbarung Kapitel 6, Vers 12. Und du sagst mir, während ich vorlese, ob das dasselbe Ereignis ist, was ich jetzt vorlese. Ja, schau dir Matthäus Kapitel 24 an, was wir gerade gelesen haben, und vergleiche das mit dem, was ich dir jetzt vorlesen werde. Aus Offenbarung Kapitel 6, da heißt es, und ich sah, als es das 6. Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein Herrenersack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Stell dir selbst die Frage, ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Du siehst gerade, was da steht in Matthäus Kapitel 24. Ja, Sonne wird verfinstert werden, Mond wird seinen Schein nicht geben, Sterne werden vom Himmel fallen. Wir haben dasselbe gelesen in Offenbarung Kapitel 6, was ich dir gerade vorgelesen habe. Also ist das dasselbe Ereignis oder nicht? Es ist dasselbe Ereignis. Immer wieder, schon im Alten Testament, von sämtlichen Propheten wird vorhergesagt, Sonne wird verfinstert werden, Mond wird seinen Schein nicht geben. Der große und schreckliche Tag des Herrn.
Genau dieselben Zeichen sehen wir im Neuen Testament, in den Evangelien, in Offenbarung Kapitel 6. Es ist dasselbe Ereignis. Und was wird nämlich danach geschehen? Was haben wir in Matthäus Kapitel 24 gelesen? Was wird dann geschehen, wenn Sonne und Mond verfinstert werden? Dass dann Jesus Christus wiederkommt, er wird seine Auserwählten sammeln, er wird uns, sprich, entrücken. Nach der Trübsal wird das stattfinden. Jetzt lass uns aber lesen, Offenbarung Kapitel 6, das ist weiter in Vers 15. Wenn du das schnell schaffst, kannst du es mit aufschlagen. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn, Vers 17, der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Also, wir haben dieselben Symptome, dieselben Zeichen gesehen, Matthäus Kapitel 24 und Offenbarung Kapitel 6. Es ist dasselbe Ereignis. Was wird danach geschehen nach diesen Zeichen? Und wann werden diese Zeichen geschehen? Zunächst mal nach der Trübsal. Bald aber nach der Trübsal jener Tage, heißt es Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Was geschieht nach diesen Zeichen? Jesus kommt wieder, wird uns versammeln, wird uns entrücken. Was geschieht aber am selben Tag, auch nach diesen Zeichen? Da sagt die Bibel, der große Tag seines Zorns ist gekommen. Also, wenn nach der Trübsal wir entrückt werden und am selben Tag gesagt wird, nach diesen Zeichen, die geschehen werden, der große Tag seines Zorns ist gekommen, wie kann dann die Trübsal dasselbe Ereignis wie der Zorn Gottes sein? Das funktioniert nicht. Sondern nach der Trübsal werden wir entrückt werden und nach der Trübsal beginnt der Zorn Gottes. Okay, es ist so eindeutig, so einfach zu verstehen. Es ist kinderleicht zu verstehen, einzusehen, zuzugeben. Und diese Leute, die unbedingt an ihre Vorentrückung glauben wollen, die sind wie Kinder, die wollen es einfach nur nicht zugeben. Ja, es ist so kinderleicht zu sehen, dass die Trübsal ein Ereignis ist, das vor dem Zorn Gottes stattfindet. Dass der Zorn Gottes nach der Trübsal stattfindet, nachdem wir entrückt sind. Und hier ist das Ding. Warum sind Matthäus 24 und Offenbarung Kapitel 6 in einigen Punkten unterschiedlich? Nun, hier ist das Ding. Wir werden entrückt. Für uns wird es ein schöner Tag sein, aber gleichzeitig wird es auch ein schrecklicher Tag sein, denn was werden die sagen, die eben zurückbleiben, nicht entrückt werden, die nicht gerettet sind? Was werden die sagen? Nun, die werden eben sagen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, vor dem Zorn des Lammes, denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Nun, hier ist das Ding, wir sind entrückt, für uns ist es ein schöner Tag, aber für die, die zurückbleiben, ist es ein schrecklicher Tag. Denn für sie beginnt der Zorn Gottes, wenn wir entrückt sind. Also es macht super Sinn, es passt zu 100% zusammen, einfach zu verstehen. Offenbarung Kapitel 3, Vers 10, dass uns Jesus bewahren wird vor der Stunde der Versuchung. Darauf will ich jetzt wieder zurückkommen. Was bedeutet das also? Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 lehrt die Entrückung nach der Trübsal, aber vor den Zorn Gottes. Okay?